Es gab entscheidende Momente. Einer war sicherlich der, als ich dann schwanger mit meiner ersten Tochter an der Promotion sitzend gesagt bekam, jetzt haben Sie ja was anderes zu tun. Und ich dachte, jetzt erst recht. Das geht auch mit Kind auf dem Schoß. Und war dann auch so. Und der zweite Moment war sicherlich der, als mir gesagt wurde, Sie schreiben viel zu gut. Wären Sie Journalistin? In der Wissenschaft muss man nicht schreiben können. Auch das ist natürlich völlig falsch. Selbstverständlich muss man schreiben können in der Wissenschaft. Aber Sie sehen, das ermutigt einen dann, den Weg dann doch zu gehen.